Hey, Mystic von THR Gaming wieder zurück und wir spielen Breaking Point The Zombie Infection auf der Map Altis. Und ich muss sagen, ich hatte letztens mal wieder hier DayZ in die Hand genommen, also die Standalone, und dann irgendwie festgestellt, ja, das Spiel ist immer noch grottenschlecht und lässt sich irgendwie immer noch nicht richtig spielen. Und es geht mir einfach nur auf den ganzen Sack, wenn ich da irgendwie in der Stadt rumrenne mit 10 Frames. Da habe ich gesagt, ja, weißt du was, dann schau ich doch mal kurz wieder hier in das Breaking Point rein. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt handhaben werde mit dem Spiel, ob ich hier jetzt ein längeres Let's Play von mache. Es kommt ganz drauf an, wie es bei euch ankommt. Also wenn ihr es cool findet und wenn ihr es schaut, dann kommen mehr Folgen. Wenn ihr es nicht schaut, dann kommen 3 oder 4 Folgen von und das war's dann wieder, bis ich mich das nächste Mal dazu überwinde, beziehungsweise mich dazu auffinde, jetzt dieses Spiel wieder zu spielen. So einfach ist es bei mir. Wenn ein Video nicht geschaut, also wenn eine Serie von mir nicht geschaut wird, dann wird sie abgesetzt, aber sowas von. Ich mache mir die Mühe nicht, hier Videos zu schneiden und aufzunehmen und was weiß ich was, wenn dann nur 20 Leute das Video schauen. Das ist ein bisschen zu viel Aufwand für zu wenig. Ja, nicht mal Ertrag, es geht mir mehr darum, dass ich hier, dass ich es schade finde, weil ich meine, da geht zu viel von meiner Zeit drauf. Zeit, die ich eigentlich nicht habe, wenn es dann die Leute so oder so nicht schauen, dann lohnt es sich so oder so nicht, das zu machen. So, Breaking Point. Für die Leute, die meine ersten Videos nicht gesehen haben, schämt euch eins und geht sie anschauen. Und wenn ihr es nicht wollt, dann erkläre ich euch jetzt hier kurz an dieser Stelle, was es überhaupt damit auf sich hat. Das ist im Prinzip nichts anderes als eine. Look at this, look what I found. Aber leider keine Munition für. Auf jeden Fall eine AR-15 oder was war das nochmal? Es ist im Prinzip eine DayZ-Klon-Mod für Arma 3. Sieht dementsprechend ein Stückchen scheu besser aus als Standalone und alles, was ihr wollt. Also es sieht Bomben aus, bombenmäßig aus. Also das muss man im Spiel lassen. Es funktioniert auch besser als die Standalone, was im Prinzip schade ist. Wo man doch davon ausgehen könnte, hier, dass die Leute von der Standalone sich damit auseinandersetzen würden, aber nein, ist scheißegal, ne? Hier, wir fügen lieber irgendwelche seltsamen Hüte ein, als das Spiel zum Laufen zu bringen und Frame Drops zu vermeiden. Ich verstehe die Leute nicht, ohne Scheiß, also ich kann's nicht nachvollziehen. Ich verstehe schon, dass es cool ist, wenn man neue Funktionen oder so einfügt. Keine Ahnung, jetzt hier mit dem Bären sammeln, mit dem Jagen und mit dem Kochen und so ein Kram. Aber solange das Spiel nicht funktioniert, könnt ihr mir noch so viele Features einbauen. Wenn ich trotzdem mit 17 Frames in der Stadt rumlaufe, dann sind mir auch die Hüte scheißegal. Und das ist so meine Meinung jetzt hier zu DayZ Standalone. Ich weiß, viele teilen diese Meinung nicht. Ich weiß, es ist eine polarisierende Meinung. Entweder man teilt sie oder man findet mich einen Vollidioten, dass ich so eine Meinung äußere. Ich muss aber ehrlich gestehen, ich habe das Gefühl, DayZ Standalone wird nie wirklich ein gutes Spiel sein. Ich mache jetzt mal so eine. Ich spiele jetzt mal kurz hier den Wahrsager und sage, dass dieses Spiel auch in einem Jahr nicht viel besser laufen wird als jetzt. Es wird wahrscheinlich besser laufen, das ist keine Frage, aber es wird nie ein gutes Spiel sein. Es wird nie ein flüssiges Spiel sein, es wird nie ein Spiel sein, was sich wirklich lohnt zum Spiel. Also, ich muss sagen, die Sachen sind, ist das Spiel und die Prämisse ist ja richtig geil bei DayZ Standalone. Das muss man sagen. Das Spiel, also die Ideen dahinter, die sind richtig gut und gerade deswegen regt es mich halt auf, weil ich sehe, wie daraus nicht wirklich was wird. Wie sie sich auf in Sachen reinsteigern und in Spielmechaniken, die man im Nachhinein schon einfügen kann, die es aber nicht unbedingt braucht, die nicht das sind, was ich mir erhoffe im Prinzip. Ja, ein Combat Knife kann ich auf jeden Fall gebrauchen. Kann ich das hier in meinen Rucksack reinschmeißen? Geht das? Hier. Ja, nice. Das brauche ich, weil ich kann. In diesem Spiel kann man schon jagen. Flashlight Attachment. Nice. Wo kann ich echt. Das sind so voll viele. Chemlight Sportsbag 10. 7 Items. Wie viel Platz hat die? Ich glaube, die hat genau gleich viel Platz. Kann das sein? Civilian Bag Khaki.
Ich weiß es nicht. Also die Small Bandages nehme ich jetzt mal mit. Melee, was auch immer da hier drin ist. Ich pack den einfach hier rein. Blueprint brauche ich im Prinzip nicht. Ein Hammer, zwei Canvas, also zwei Stoff und zwei Aluminiumpfähle brauche ich für das Zelt. Sports Bag Tan, ja. Schau mal kurz hier rein. Can of Spaghetti. Spaghetti! Yay. Kann ich die essen? Nein. Oh shit. Ich hatte doch. Oh, wo ist mit meinem Messer jetzt hin? Ach, hier ist es so. Aber ich hatte doch irgendwo hier die Small Bandages. Dressing, Treatment for More Serious Wounds. Okay, das ist für krassere Wunden. Hier habe ich, ach, hier habe ich noch Small Bandages. Die jetzt hier reinpacke zu den anderen. Dann sind die schön gebündelt. Weapon Mounted Light Attachment. Kann ich das hier irgendwo. Nee, das geht nicht. Ich kann es leider nicht hier auf die Waffe. Seht ihr hier, dass ich das nicht montieren kann? Ich behalte es trotzdem mal. Flashlight kann ja immer nicht schaden. Also eine Taschenlampe, wenn ich hier nachts rumrenne. Ja, wo war ich stehen geblieben mit meinem Monolog hier über Daisy Standalone? Also ihr müsst das hier mit, sagen wir mal, Samthandschuhen anfassen, was ich hier sage. Es geht mir mehr darum, dass ich Angst habe um das Spiel, weil ist das, was mich nervt an dem Ganzen, weil ich sehe, dass das Spiel saugut ist, dass es das Potenzial hat, sehr, sehr gut zu werden. Und auf der anderen Seite sehe ich halt, wie sich Rocket, Dean Hall und Konsorten auf irgendwelchen Bullshit konzentrieren, auf irgendwelche kleinen Mechaniken, die natürlich sind die berechtigt. Also diese Tatsache, dass ich jetzt nass werden kann und dass ich mich erkälten kann und so ein Kram. Das ist alles total berechtigt. Das ergibt ja auch Sinn bis zu einem gewissen Punkt. Also diese Jagddingens ist genau gleich. Das ist alles Sachen, die ich finde, okay, das geht in Ordnung. Wo ich aber immer, also wo ich krassere Bedenken habe, ist, wenn sie so eine Sachen halt vorschieben vor die Tatsache, dass ich halt Serials, ja, die nehme ich mit. Die Uhr, wo kann ich denn die Uhr anpacken? Das geht doch irgendwie. Kompass. Habe ich den schon oder was? Nee, siehst du, also Uhr und so hätte ich trotzdem mal gerne. Wieso kann ich die nicht mitnehmen? Ach, hier unten ist es ja genau. So. Uhr, Watch, hier, danke. Kompass, hier, ach, da unten war alles. So. Soll ich das Holz mitnehmen? Ich pack's in den Rucksack rein. Ihr seht dann immer auch, wie voll das Ding ist. Das ist noch cool, das so angezeigt wird. Eben, ich denke mal, man sollte sich bei Daisy Standalone eher darauf konzentrieren, mal andere Sachen zu fixen. Also, ich sag jetzt mal, Zombie-Mechanik. Was mir gerade letztens wieder passiert ist, Zombie, der durch die Wand durchbackt. Also, dass ich in einem Haus drinne bin und der kommt einfach so quer durch die Wand gelaufen. Ah, scheißegal, hier, Tür öffnen oder sowas, kein Thema. Oder so eine Sache müsste man doch einbauen, dass die Wegfindung der KI oder der Zombies, sowas ist doch was Wichtiges und nicht hier irgendwie, keine Ahnung, Berets und tausend verschiedene Lackierungen für die Helme. Das macht das Spiel auch nicht besser, Leute. Was das Spiel besser machen würde, wäre, wenn ein Zombie mir mal gescheit folgen würde oder wenn ein Zombie mal eine gescheite Wegfindung hätte und mich nicht einfach so einmal quer durchs Haus durchspazieren kann. Das regt mich halt einfach auf, weil das heißt, ich kann in die, es macht das Spiel nur schwerer also zu dem Punkt, dass ich halt Mühe habe, vorherzusehen, wie ein Zombie sich bewegt. Das ist ja zu einem gewissen Punkt auch okay, solange er halt geht, dass ich nicht vorhersehen kann, geht er jetzt nach links oder nach rechts, aber wenn er einfach quer durchs Haus durchrennt und ich nicht weiß, wo er reinkommt und wo er rausgeht, dann habe ich Probleme damit, irgendwas anzufangen. Das ist halt das, was mich stresst an dem Spiel. Und das sind Sachen, die ich finde, müssen tausendmal früher
adressiert werden, bevor man hier irgendwelche Berets und Zerstörungsgrad von irgendwelchen Bullshit-Items einfügt. Naja, die werden schon wissen, was sie tun, ne? So, da drüben ist eine größere Siedlung, da will ich unbedingt mal hin. Und deswegen spiele ich jetzt auch Breaking Point, weil ich der Meinung bin, dass dieses Spiel in vieler Hinsicht, was ist denn da hinten? Sollen wir da hingehen? Das sieht so aus wie so eine Radarbasis, irgendwas. Ich wollte im Prinzip meine Axt wegstecken. Aber es gibt hier nicht mehr dieses 1-2, gibt es nicht mehr wie in Arma 2, also dass ich hier die Sachen einfach mit 1-2 wegstecken kann, beziehungsweise wie bei Daisy Standalone mit der, mit dem Quick Slots, das gibt's nicht. Was ich hier auch besser finde, ist die Zombie-Animation finde ich hier tausendmal besser als in Daisy Mod und in Daisy Standalone. Wenn wir einen Zombie treffen, dann werdet ihr gleich sehen, was ich meine. Die sehen halt wirklich aus wie Zombies, also wie sie da sich da bewegen, wie sie da durch die Gegend schlurfen. Finde ich gut, finde ich gut. Also dieses Spiel hat meiner Meinung nach mehr Potenzial, vor allen Dingen auch, weil es besser aussieht. Es klingt jetzt ein bisschen bescheuert, weil ich weiß, dass man sagt ja so oft, ja, Spiele müssen nicht gut aussehen, Spiele müssen sich gut spielen. Ja, stimmt. Aber in der heutigen Zeit hat es ein Spiel, was gut aussieht, viel, viel einfacher, eine große Community um sich zu scharen, als ein Spiel, was scheiße aussieht. Es ist einfach nur mal so. Es hat nichts damit zu tun, wie gut es sich spielt. Ich sage einfach nur, dass es einfacher ist für ein Spiel, was gut. Also nehmen wir zwei Spiele, die sind beide genau gleich gut. Das eine sieht besser aus als andere. Das Spiel, was besser ausschaut, wird ganz bestimmt mehr Leute haben, die es spielen, als das Spiel, was schlechter aussieht. So einfach ist das. Und das hat jetzt weniger damit zu tun, wie gut sich die spielen lassen. Die lassen sich ja beide gleich gut spielen. Und das ist meine Aussage in diesem Sinne. Jo, da hinten. Ich frage mich, ist das, war das ein Baum oder war das ein. Ach, das ist ein Baum. Scheiße, ich dachte, das wäre so eine. Aber hier hinten sind auch Häuser, die man looten kann. Und da, wo Häuser sind, sind meistens auch Zombies. Die sind auch, also man muss sagen, die Zombies sind in diesem Spiel auch bedeutend langsamer als jetzt hier beispielsweise bei Daisy Standalone. Habe ich zumindest das Gefühl, also ich bin mir nicht ganz sicher. Was ja auch ist, die haben gestern, glaube ich, oder vorgestern war das, die Server irgendwie neu gemacht. 4,7 Gigabyte neue Patches waren dabei. Also man musste irgendwie 4,7 Gigabyte neu runterladen. Aber das Spiel, also ich will nur mal sagen, also das Spiel sieht besser aus als Daisy Standalone. Darauf können wir uns einigen, ne? Bei Daisy Standalone habe ich, wenn ich hier normal, ich habe jetzt alles auf Maximum und ich meine, die Engine von Arma 3 ist ein bisschen fordernder als die von Arma 2. Und ich habe hier trotzdem noch 50 Frames, während ich aufnehme. Davon kann ich in Daisy Standalone nur träumen. Und jetzt kommen die Diskussionen wieder, ja, aber Daisy Standalone ist eine Alpha, das steht da 100 Mal und so. Ja. Bin ich total mit einverstanden. Das ist ja auch nicht das Problem. Das Problem, was ich sehe, ist, dass ich wahrscheinlich Daisy, auch wenn es sich mal aus der Alpha-Phase rausbewegen wird, nicht besonders gut, also nicht tausendmal besser, also nicht, auch nicht bedeutend besser laufen wird. Das ist so meine Befürchtung. Und ich meine, hey, hallo, ich bin hier, ich habe hier Reflexion, ich bin hier im Wasser, ich habe hier Reflexion im Wasser, ich habe Bewegungen des Wassers, die simuliert werden müssen, ich habe hier vorne eine größere Siedlung, die sich aufbauen muss und ich habe 50 Frames beim Aufnehmen. Ja. Rocket. Schneid dir hier mal eine Scheibe ab. Ich weiß jetzt nicht, ich bin jetzt hier kein Game Designer oder kein Spieleentwickler. Von daher kann ich nicht sagen, ob das mit der Arma 3 Engine zusammenhängt. Dass die irgendwie besser ist als die von Arma 2 und dementsprechend halt die Sachen flüssiger laufen. Das kann natürlich sein. Kann ich jetzt so nicht beurteilen. Ich kann nur Sachen feststellen und ich stelle fest, das Spiel läuft besser. Das ist eine Mod und kein Spiel, kein fertiges Spiel. Egal, ob sich das jetzt in der Alpha oder in der Beta oder in der Omega befindet, ist mir scheißegal. So, Siedlung. Jetzt würde ich doch aber gerne mal einen Zombie sehen hier vorne, ne? Außer ich bin hier. Nee, ich habe sich ganz sicher keinen Server ausgesucht, wo keine Zombies drauf sind. Übrigens, wenn man hier vor. Da haben wir's. Servus!
Komm her! Ich hätschete dich nieder! Ich meine, das ist das, was ich mit Animationen meine. Seht ihr das? Die sehen so richtig geil aus, wie die sich bewegen. Wir haben einen Taliban. Ja, er wird gleich umfallen, oder? Teilweise leckt. Autsch, scheiße. Hässliches. Alter, wie viele? Wie viele? Das ist auch was, die bleiben liegen. Also es kann auch sein, dass die hier durch die Wände backen oder sowas. Das ist durchaus möglich. Ich denke, das ist extrem schwer. Also ich weiß nicht, wie kompliziert das ist. Ich kann mir aber vorstellen, dass es relativ komplex sein kann, die Wegfindung so zu machen. Gerade wenn die Welt so komplex ist, also dass hier überall Gegenstände rumstehen und so, dass du den halt sagen kannst, hey hier, guck mal, du rennst hier nicht durch, wenn da irgendein Gegenstand im Weg ist oder sowas, ne? Das kann gut sein, dass es schwer ist. Ich mache jetzt hier einfach alles kaputt, was hier kommt, ne? Zerstörbare Umgebung, WTF? Ach, da ist noch eins. Da hinten kommt auch noch eins. Servus. Boah, wie viele? Das sind einfach 1000 Zombies, die hier rumrennen. Na, er rennt einfach mal in die falsche Richtung. Du auch noch? So. Fertig, Party hier. Ich glaube nicht, dass sie mich gesehen haben, oder? Oder schon? Der vielleicht, ja. Ich loote mal noch kurz hier mal schauen, ob die was dabei haben irgendwie. Nee. Okay. Nix dabei haben diesen. Hier hat doch irgendwo so einen Sack, genau da. Den meinte ich. Ich will diesen öffnen. Nein. Na, warum geht die nicht auf? So ein Ding habe ich doch. Okay, Autoteile. Ah, da ist er. Servus! Wie geil! Der hat einen Ghillie-Suit an! Der auch, oder was? Die haben hier alle Ghillie-Suit an. Das finde ich ein bisschen schade, dass man die Zombies nicht, also die Kleider nicht ausziehen kann von den Zombies. Das wäre fett. Könnte ich den einfach so Ghillie-Suit klauen, so. Wayne. Yeah. Das sind einfach viel zu viele. Scheiß auf die. Ich habe keine Nerven, die alle zu killen. Vor allen Dingen spawnen die einfach nach. Wahrscheinlich 1000 Millionen Zombies. Übrigens kann man in dem Spiel auch Autos reparieren und mit Autos rumfahren. Das geht. Ach, guck mal, wie viele Zombies das hier rumgerannt. Was zu essen habe ich? Da war auf jeden Fall noch. Ach du Scheiße. Zeug fürs Auto reparieren war da drinne in der Kiste. Die Frage ist halt einfach, wo finde ich ein zerstörtes Auto? Dass ich jetzt hier irgendwas Gescheites mit anfangen könnte. Ich finde auch der Detailgrad dieser Umgebung finde ich sowas von krank. Guck dich mal das an. Schon nur die Pflanzenwelt und so, also die ganze Vegetation, das sieht echt hammermäßig aus. So. Muss man dem Spiel lassen, ne? Nada, niet. Hinten noch was, ne. Ne. Das Geilste wäre halt, wenn ich jetzt hier irgendwo eine Militärbasis oder so ein Kram finden könnte. Das wäre noch praktisch. Kiste. Wow, Frame-Einbruch. Richtig übel. Netting Material. Nehmen wir das mit. Und Slug nehme ich auch mit zur Sicherheit. Einfach so, falls ich meine Shotgun finde oder sowas. Na? Was wollt ihr eigentlich von mir? Ich wurde jetzt zweimal geschlagen. Und es ist nicht grau geworden. Das ist auch gut.
cool. Was aber ist, wenn ich schwerer verletzt bin, dann habe ich so, verschwimmt das Bild brutal, brutal und das lässt sich praktisch nicht mehr spielen. Ah, ich weiß, wo ich bin. Okay. Ich weiß, welche Siedlung das ist, glaube ich. Ich bin in den, eher in den, ich habe, glaube ich, schon 5 oder 6 Folgen von diesem Spiel gemacht. Bin ich, glaube ich, über diese Hügel hier runter in diese Siedlung, in diese Stadt gekommen, wenn ich mich nicht täusche.